Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans oder Clash of No Signal mit mir, dem Thorsten. Und ja, heute ist eine kleine Premiere, denn auch ich bin ja immer wieder so ein Spielkind oder so. Also ich freue mich immer über neue technische Dinge oder überhaupt über technische Dinge. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe mal ein neues Device heute ins Spiel für Clash of Clans. Das finde ich sehr, sehr nice, denn ich werde das später ganz gut nutzen können. Und es ist mein S9 hier. Das habe ich noch nie irgendwie in die Streams reingebracht, aber endlich habe ich eine Möglichkeit gefunden, das reinzubringen. Und damit ich aber nicht jetzt immer die ganze Zeit so nach unten gucke, habe ich gedacht, ich bringe das in so einen Ständer. Ich habe hier so einen ganz schicken Ständer, muss ich sagen, hier mit dem Barbaren und mit der Päckerdame hier aufgeklebt. Und da klemme ich das jetzt mal rein und schließe es denn auch an, dass wir dann auch ein Signal haben. Ich muss das nur ein bisschen vorsichtiger machen. Ah ne, das passt ganz gut. Ich hab's heute schon mehrmals geübt. Okay, da haben wir schon mal drin. Und mal sehen, ob wir jetzt auch ein Signal bekommen. Denn ich habe es auch ein bisschen technisch verpeilt, muss ich sagen, dass ja die neuen Geräte alle einen sogenannten USB-C haben. Und über die Schnittstelle kriegst du natürlich hier alles rein. Zack. Nämlich auch Clash of Clans. Also so einfach kann es gehen. Und wir sind ja aktuell im Hog Rider Event. Das, was ich jetzt noch nicht so genau weiß, ihr seht das jetzt, ihr kennt meine Formate mit dem Tablet, da habe ich immer Rechts- und Linksränder. Hier sind die jetzt oben und unten. Das liegt einfach an diesem Format des Handys. Und ich habe auch alles probiert. Ich kriege das nicht weg. Also ich kriege diese Ränder nicht weg, denn das ist jetzt eine richtige 16 zu 9 Auflösung. Und ja, da muss ich jetzt erstmal gucken, dass. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare tippen, ob das für euch so in Ordnung ist, wenn ich das mit reinbringe. Denn ich kann super an dem Ding hier angreifen, muss ich sagen. Und ihr seht das auch, wenn ich groß und klein mache und auch ein bisschen wische. Das ist absolut top hier. Das freut mich auch wirklich, dass mir das endlich gelungen ist. Und aber wie gesagt, ihr könnt mir das unten mal reinpinnen, ob das so in Ordnung ist oder ob ich die Webcam jetzt ein bisschen höher nehme, bis zu dem schwarzen Rand. Und aber ich glaube, für die heutige Aufnahme lasse ich das jetzt erstmal so. So, ich habe das jetzt eben noch mal ein bisschen angepasst, dass auch der Modi hier passt. Und ja, ihr habt da im Bildchen gesehen, wir sind natürlich im Hog Rider. Ja, also wenn wir jetzt das ganze Jahr hier nur Hog Rider Angriffe machen, ist natürlich ein Scherz. Wir werden so ein bisschen hier mit dem Rathaus 9 Hog Rider Angriffe machen. Und weil es natürlich passt, mache ich das Ding auch heute. Auch wenn dem Clan das hier nicht passt oder so. Ich mache das Ding live, also mit einer Armee. Aber erstmal wollen wir jetzt die Armee verpowern, die ich jetzt so auf dem Felder hier habe. Natürlich muss ich jetzt ein bisschen runterschauen, sonst müsste ich alles ein bisschen hochbauen. Ich hoffe, das stört jetzt an der Stelle nicht. Und ich habe meine aktuelle Armee hier. Ich nehme jetzt neuen Hog Rider mit, denn ich habe ein bisschen Sorge, dass ich gleich keine nachbekomme für meine Clankriegsarmee. Deswegen gehen wir hier einfach mal in die Suche und schauen mal, dass wir hier. Erster Klick, Leute. Erster Klick. Irgendwie habe ich manchmal, ich habe manchmal echt Glück, dass ich sowas hier mit dem ersten Klick bekomme. Denn 14er Queen, ja, das ist ganz locker. Ich glaube, da brauche ich auch nur meine neuen Hogs. Und jetzt muss ich ein bisschen näher reingehen, weil das natürlich ein bisschen kleiner ist als so ein Tablet. Aber das macht mir gar nichts. Ich kann das Ding einfach super steuern und auch hier in der Steuerung vor allen Dingen. Und ich glaube, wir gehen an der Stelle mit dem Mauerbrecher mal rein. Mal sehen, ob die da reingehen. Jo, das sieht ganz gut aus. Einmal da den Sprung gesetzt und unsere Packys hinterher, King hinterher, nochmal zwei von denen. Und aber ich hab ein bisschen viel Wut. Ich müsste ein bisschen mehr Heil mitnehmen, habe ich so das Gefühl, für die restlichen Hog Rider. Und ich lasse das jetzt mal so laufen. Ah, das sieht noch ganz gut aus. Da sind jetzt zwar nur die Golems, aber ich habe die Queen hier im Heck. Und aber nur ein paar Mauerheinis. Okay, vielleicht setze ich denn doch gleich meine anderen Hogs ein bisschen geschickter. Einmal hier die Queen, beziehungsweise die beiden Golems hier ein bisschen in Wut gebracht. Ich brauche ja das Dunkle. Also hier beim Farm brauche ich das Dunkle und. Ah, okay, da eiert der King rum. Ah, ich muss mal sehen, wo ich jetzt hier gleich meine. Ich denke mal, hier sind meine Hogs ganz gut aufgehoben. Und da leider am Bombenturm. Ah, das ärgert mich schon wieder. Ich setze mal hier meinen Heil hin, meinen einzigen Heil, den ich hier habe. Und in der Hoffnung, dass meine Hogs da reingehen, aber das tun sie. Aber ich glaube, die kommen nicht wirklich zur Mitte. In der Mitte ist im Moment meine Queen, die da jetzt auch so ein bisschen was macht. Ich glaube, die mache ich mal
Ich unterstütze mal so ein bisschen die Mitte. Jetzt kann ich sowieso nicht mehr machen, als das ganze Ding laufen lassen. Aber ich glaube, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Ich kann echt super an dem Ding angreifen. Auch wenn es manchmal ein bisschen kleiner ist für mich. Das ist nicht so schlimm. Das Coole ist, ich kann jetzt auch umschalten von Wireless LAN auf LTE. Denn eigentlich in den Live-Angriffen im CK schalte ich immer auf LTE um. Da ist mir mein Wireless LAN hier einfach ein bisschen zu schwammig. Aber den haben wir hier gerockt. Super Sache. Also erste Schweinereiterarmee hier auf Rathaus 9, nur mit 9 Schweinereitern und nur einem Heil, aber die Pekkas und die Helden, ah, das ist schon ganz nett. Und die Base war jetzt auch nicht so schwach, aber sie hatte jetzt keine Clanburg. Das ist vielleicht mein kleines Glück gewesen. Ich kann meine beiden Zauber jetzt auch behalten und habe auch ein paar Hocks jetzt noch in der Clanburg drin, denn wir wollen gleich in jedem Fall hiermit einen Live-Angriff machen. Ich muss nur jetzt den King einmal durchrecken lassen. Das machen wir auch. 3347. Oh, das sieht gut aus. Und den ersten Punkt hier, glaube ich, haben wir hier jetzt drin. Ja. Also es gibt das Heldenbuch. Ich hoffe oder ich glaube, dass diese Events auch euch gefallen. Muss ich sagen, ein Gem-Boost, nicht ein Gem-Boost, sondern eine Gem-Spende. Ist ganz fair. Das machen einige. Einfach mal ein paar Gems raushauen, dass keine Zeit verballerst beim Spenden oder so. Und natürlich die Liga läuft hier noch. Und 5 Tage und ein paar Stunden das Hogrider-Event hier. Also lassen wir, denke ich mal, den King kurz mal ausruhen. Ich nehme hier einmal die Armee komplett nach. Und ich glaube aber, meine jetzige Armee ist etwas fertiger. Ja, die passt etwas besser. Gift, Gift, Gift haben wir da auch. Jo. Also kurzer Cut, kurzer Rec und dann... Ich cutte heute gar nicht, denn ich habe eben noch ein AG gesehen hier. Dreier von uns. Wunderbar, ich bin hier im Clan Kingdom. Da war ich letzte Saison auch schon. Das ist jemand, der, den habe ich kennengelernt. Für die, die diesen Kanal noch nicht lange genug schauen. Während ich mal mit dem Avatar bei dem CWL Allstars war. Zum Clan Liga spielen, denn die haben damals aufgerufen in ihrem Discord, dass sie Spieler suchen für die Liga, in ihrem Event-Clan. Eigentlich ist es nur ein Clan, wo die Liga spielen, wo die Turniere spielen und so weiter. Aber ab und zu haben die da halt auch mal ein bisschen Liga gespielt. Und dort war ich mit dem Avatar 2-3 Mal mit dabei. Und da habe ich den kennengelernt. Den Dia, der hat sich hier komplett umbenannt in Chief 1-2-3. Und hier ist er, der Chief Coop. Und der hatte mich dann gefragt, du Toto, kennst du ein paar Neuner, die hier gerne mit im Clankrieg mitgehen, denn wir haben nicht genug, die an der Liga hier teilnehmen. Und seitdem bin ich hier eigentlich mit dem Neuner drin, der ein oder andere auch noch, denn ich habe das so hier und da, habe ich ja damit Werbung gemacht, dass hier die Neuner auch zum Zuge kommen. Und ihr habt das ja gesehen, mit dem Schief mache ich jetzt gleich auch meinen Angriff, also das ist ja auch ein Rathaus 9. Irgendwann ist das hier auch vorbei, denn ja, die Liga sieht hier durchwachsen aus, muss man sagen. Ist durchwachsen. Ich habe das heute auch in den Kommentaren wieder gesehen, dieses unfaire Matchmaking in der Liga. Aber das ist ganz normal. Der Hersteller weiß, dass es unfair ist, denn hier geht es nicht mehr nach Clankriegsgewicht auf der Base, sondern hier geht es rein nach Liga. Punkt. Mehr nicht. Also wie dann das Matchmaking ist, dass da plötzlich ein Rathaus 4er Rathaus 7er machen muss und umgekehrt, beziehungsweise und höher, dass du plötzlich als 9er, so geht es mir im Moment mit dem Donnerbengel, nämlich wir müssen oben, ich musste mit dem Donnerbengel heute oder in dieser Woche schon 2 oder 3 Elfer machen. Die habe ich auch gezweiert mit Ach und Krach, kann ich euch sagen. Aber das war ein schönes Ding hier, schöne Schweinerei, passend zum Event. Also kurzer Cut und dann mache ich hier auch meinen Clankriegsangriff. So, und ein Tod muss ich jetzt sterben. Also die Tode heißen, erstmal mache ich, glaube ich, den Game Sound mal aus. Ich muss mal eben gucken. Da kann ich den ein bisschen leiser machen. Ich habe eben gehört, dass der Game Sound an war, aber ich glaube auch, das stört eigentlich gar nicht. Und also ein Tod muss ich mal bei den Live-Angriffen dann sterben. Brille ab, Lesebrille auf oder alles ohne Brille machen. Ich entscheide mich in der Regel oder sehr, sehr gerne mit... ohne Brille machen, ist glaube ich an der Stelle das Beste. Und ich hatte mir diese Base hier markiert. Wir haben hier unsere Truppe am Start. Ihr seht das, das ist auch ein Truppenvorschlag hier für das Event. Also ein Golem, 9 Valkyren, 9 Hogrider, 2 Minions, 2 Babydrachen, 9 Magier, 5 Mauerbrecher und in der Clanburg auch ein paar Hogs. Ich weiß die Base, die ich jetzt eigentlich mache. Ich setze jetzt mal meine Brille ab und
Das ist mir ein bisschen lieber hier, gerade wenn ich jetzt live etwas mache. Wir gehen einfach mal rein, denn die Base ist nicht, sie ist nicht wirklich gut, aber ich persönlich würde sie jetzt mit Luft machen. Allerdings weiß ich, der Gegner hat nichts in der Clanburg, ich habe nichts zu befürchten. Deswegen können wir hier auch über dieses Dreieck, glaube ich, hier oben reingehen. Also gehen wir hier auf Attack und mal gucken, was draus wird hier mit der Schweinerei. Wir haben nur einen Golem dabei, den schicken wir hier direkt auf Ecke. Aber wir haben schöne neuen Magier und es gibt ja noch nicht so den Ultrabeschuss hier. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3 Magier da. Der Minenwerfer hat jetzt gerade geschossen und wir haben keinen Sprung dabei. Wir haben jetzt keinen Sprung dabei, den brauchen wir auch nicht wirklich. Da muss jetzt noch das Armeelager weg, dass hier auch meine ganzen Truppen jetzt schön reingehen, auch mit den schönen Walküren hier reingehen. Und die können sich nämlich jetzt durch die Mauer gleich durchfressen. Aber da haben wir jetzt auch die Clanburg. Okay, was ist wichtiger? Wir nehmen mal den Drachen hier. Erstmal den Drachen. Denn die Queen wird jetzt gleich sicherlich auch auf die Loons gehen. Und der zweite Loon, ah, der zweite Loon, da stirbt noch nicht. Okay, der zweite Loon stirbt noch nicht. Das ist nicht ganz so schlimm. Ich habe jetzt beim Funneln meinen Drachen vergessen, meine Babydrachen vergessen. Und könnte jetzt einfach, ja, ich brauche die Queen nicht mal zünden. Alter Falter, was ist das für eine scheiß Base? Gottes Willen, okay. Ich habe noch nicht mal meinen King hier gesetzt. Dann nehmen wir den hier mal mit rein. Nehmen hier einen Babydrachen und vielleicht einen Magier an der Stelle. Die Hogs nehme ich jetzt auch einmal von hier. So, das sind jetzt erstmal meine Hogs hier, die jetzt reinkommen. Erster Heil kommt dort. Und das Dusselige ist, ich weiß jetzt nicht, ob hier irgendwo eine Bombe ist oder sowas. Deswegen nehme ich jetzt meine anderen Hogs hier mit rein an der Stelle. Und erst beim Flächenschaden nehme ich jetzt, glaube ich, dort meinen anderen Heilzauber. So und so, mein Cleanup. Ich darf nie mein Cleanup vergessen. Das vergesse ich so häufig, dass ich hier den Cleanup immer mal gerne nicht mitnehme, muss ich sagen. So und so. Und was haben wir hier oben noch? Da haben wir noch eine Kasernchen und da haben wir noch das hier. Aber ich glaube da mal, das wird mal ein richtig krasser, geiler Fail hier von mir. Okay, kann man mal so machen, muss man aber nicht. Und aber es kann ja noch sein, oh, der King kann noch ganz gut durchgehen. Oh, mal sehen, ob das was wird. Mal sehen, ob das noch was wird hier. Der muss jetzt noch durch die Mauer dadurch mit seinen kleinen Gefolge, den. Was wir hier noch haben, es ist noch ein bisschen viel, vor allen Dingen der X-Bogen und die beiden Teslas werden jetzt gleich noch ein bisschen stören. Mal sehen, wie die uns jetzt noch stören. Ich gucke jetzt mal von oben, wir haben auch nur noch 30 Sekunden Zeit. Auch wenn es jetzt ein Fail war, ist es nicht ganz so schlimm. Es war mal ein Versuch, diese Truppe hier so zu nehmen und damit farmen kann man ganz, ganz sicher und ich glaube, man kann damit auch ganz gut im Clankrieg angreifen und auf diese schwache Base hier, da erwarte ich eigentlich einen Drei-Sterner. Naja, vielleicht waren die Hogs auch an einer Stelle total scheiße gesetzt, aber sei es drum. So ist das Liga-Leben hier und ich glaube, es ist aber nicht, ich sage mal so, es ist nicht ganz so schlimm. Mit dem Schief hier spiele ich in dieser Liga im Moment jenseits von Gut und Böse, kann ich euch sagen. Und ich habe hier auch noch nicht wirklich viele Sterne geholt. Ich glaube, es ist mein vierter oder fünfter Stern. Ich gucke mal, es ist erst mein sechster Stern jetzt. Ich habe 5 Sterne gemacht. Also ich bin hier wirklich, wirklich nicht gut. Da muss ich viel, viel mehr üben. Entschuldigt bitte. Viel, viel mehr üben mit diesem Account hier. Aber ich baue diese Armee hier mal nach. Aber anstelle der teuren Walküren, denn ich muss das Dunkle hier ein bisschen sparen, nehme ich einen zweiten Golem nochmal mit. Und dann einfach mal ein paar Mauerbrecher. Ein paar Hogrider hier mit rein. So, so muss das passen. Die Spells passen auf jeden Fall so. Ich hoffe, die kleine Schweinerei hier heute mal am Handy hat euch ganz gut gefallen. Ich werde es in jedem Fall ein bisschen mit einbauen. Und ich gelobe Besserung hier bei den Rathaus 9er Angriffen. Wir werden in dieser Woche in jedem Fall noch so ein bisschen Schweinerei sehen. Aus den etwas höheren Rathausstufen kann ich mir da zumindest vorstellen. Und es hat sich auch bei mir beim Support ein bisschen was getan. Also seid gespannt auf die nächsten Tage. Und ja, mit dem nicht so netten Angriff, aber mit dem doch schönen S9 hier. Also es ist ein S9 Plus, muss ich dazu sagen. Das Display ist schon relativ groß. Allerdings
ist es auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich hier damit anzugreifen, aber irgendwann kommt auch oder findet auch der Toto irgendwo das Korn. Ihr kennt diesen Spruch und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clashed.